Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Ich habe nicht viel gemacht, ich habe bloß nochmal hier ein bisschen Holz gesammelt und die zwei Stapel aus unserer alten Basis noch fix rübergeholt, damit es hier weitergehen kann. Ansonsten haben wir jetzt hier noch eine Werkbank drin stehen und hier drüben zwei Kisten zum Verstauen. Und das war's dann aber auch schon. Schnappen wir uns erstmal Holz. Und dann machen wir weiter, damit hier unsere geile Schiffswerft definitiv zeitnah fertig wird. Ich habe mir jetzt überlegt, wie ich es machen möchte. Ich wollte halt eigentlich in der letzten Folge, dass das Dach, was hier ist, so ein bisschen integriert wird in das nächste Dach, also in das Hauptdach sozusagen. Und dafür brauchen wir diese Innenecken. Das sind dann nämlich die hier. Moment, mit der richtigen Gradzahl noch. Mal einen kleinen Moment. Und zwar dann irgendwie so. Ich hatte es mir gerade schon mal hier angeschaut und fand es gut. Das ist falsch rum. Ne, wir brauchen schon die Innenecke. Aber das ist nicht die richtige Gradzahl, aber so in der Richtung. Ihr wisst, was ich meine. Wir müssen gleich mal gucken, wie wir das am besten umsetzen. Ich würde eventuell uns erstmal hier zwei Treppen hinbauen. Ich gehe mal stark davon aus, dass das Holz nicht reichen wird. Aber wir machen erstmal so weit, wie wir kommen. Wir haben ja das ganze Haus gebaut mit 45 Grad, richtig? Richtig. Also bräuchten wir natürlich auch eine Innenecke mit 45 Grad. So, jetzt haben wir es doch. War doch gar nicht so schwer. Dann müssten wir, wie basteln wir das jetzt dran? Müsste ja auch dann noch eine Etage weiter oben so sein. Lasst mich mal hier noch eine Treppe dran ballern. Damit wir hier ein bisschen besser rankommen. Wo haben wir sie? In Ecke 45 Grad. Hier ist sie. Und dann so. Wie wir das mit dem oberen Teil machen, ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung. Aber auch dafür wird uns noch eine Lösung einfallen. Und dann müssten wir rein theoretisch hier weiterbauen können. So. Das ist der Weg? Ich glaube schon, ne? Fällt mir das? Ich glaube, das untere hätten wir. Wir hätten das eins weiter vorne setzen müssen. Moment. Innenecke 45 Grad. So. Die muss ja dann eigentlich irgendwie hier so dran. So. Ja, ich glaube, jetzt wird langsam ein Schuh raus. Und dann so. Und dann sieht das doch schon so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Cool. Dann sieht das nicht so abgehackt aus, sondern eher wie ein Stück Dach. Ist halt... Ach so, jetzt sind wir aber... Jetzt war ich wieder doof. Jetzt passt das ja gar nicht hier drauf, weil das zu hoch ist. Das heißt, wir hätten eins weiter oben anfangen müssen. Ja, alles nicht so einfach, aber wir müssen halt auch mal ein bisschen rausprobieren, genau. Ausprobieren natürlich. Da kommen wir nicht drum herum. Jetzt die Frage, ob das halt überhaupt miteinander harmoniert. Wenn wir eigentlich eins zu hoch sind dafür. Wir reißen es nochmal ab. Und gucken mal. Wir fangen mal mit dem hinteren an, dann können wir das ein bisschen besser beurteilen. So, und zwar würden wir dann an das Dach diesen machen. An das Dach diesen, an das Dach dann diesen. Das heißt dann so. Prinzipiell bräuchte man die Innenecke gar nicht so zwingend. Geht eigentlich auch ganz gut so klar. Aber irgendwie fehlt hier jetzt in der Mitte was, ne? Sieht mit der Innenecke natürlich nochmal ein Stück weit schöner aus. Frag mich gerade, nee, das fehlt nicht. Das ist bloß der Balken, den wir hier drin gesetzt hatten. Den finde ich eh ein bisschen komisch. Der kann wieder fort. So, dann hier. Kriegen wir das hier hin? Kriegen wir? Wir gehen mal ganz schnell noch eine Nacht schlafen, weil ich habe keine Lust, hier im Dunkeln die ganze Zeit zu hantieren. Außerdem, wenn es dunkel wird, ist Feierabend. Da wird hier nichts mehr am Dach gemacht.
Wir müssen auch mal ganz in Ruhe ein kleines Schläfchen halten. Und das Beste finde ich immer noch, dass wenn wir aufwachen, direkt aus dem Haus springen, damit es weiter an die Arbeit gehen kann. Ihr seht's, zack, draußen. Da wird nicht noch lange im Bett mit einem Handy gespielt. Zähne geputzt, geduscht, alles völliger Schwachsinn. Es muss direkt an die Arbeit gehen. Naja, also prinzipiell so wird es schon erstmal gehen. Wir könnten dann wahrscheinlich... Sieht das halt aber auch schlecht mit der Innecke, wie rum die gerade richtig ist und wie rum nicht. Überlegt, ob die dann hier dran kommt. Aber eher nein. So, naja, dann lasst mich mal schauen. Rein theoretisch müsste das jetzt die Innenecke werden. So. Das harmoniert nicht miteinander. Man sieht es halt auch schwierig, ne? Also das muss man sagen. So. Das harmoniert noch viel weniger miteinander. Man sieht es halt leider immer erst, wenn man es gebaut hat. Und dann haut das ja wiederum nicht mehr mit dem Ding hier hin. Das heißt, wenn, dann muss die Innenecke schon hier ran. Aber dann sind wir auch hier wieder zu weit drüben. Es wird ja nicht besser, wenn wir eine andere Innenecke nehmen. Nee, definitiv nicht. Also wenn, dann müsste es schon die sein. Aber es funktioniert halt nicht, weil... Ihr seht's. Dann kommen sich die beiden Dinger irgendwie in die Quere. Auf einer Seite ist es auf jeden Fall immer verkehrt. Gut, ich will mich jetzt nicht länger damit beschäftigen. Wir würden das sicherlich noch gelöst kriegen, aber ich habe jetzt keine Lust, mich hier eine ganze Folge damit aufzuhalten. So wird es jetzt erstmal ohne Innenecke aussehen. Und wenn die Sonne nicht so blenden würde, könnte man sich sogar mal angucken. Ja. Fällt mir das besser als vorher? Ich sehe es halt leider kaum durch die Sonne. Also das ist teilweise... Ich mag zwar die Wettereffekte im Spiel, aber wenn man dann hier nicht mal was bauen kann, weil die Sonne so dolle blendet, finde ich das doch ein bisschen doof. Haben wir denn von denen eigentlich auch noch kürzere Geschichten? Nee, ne? Die gibt es nur in der Länge. In halber Größe gibt es die leider nicht. Ja, irgendwie sieht es scheiße aus, ne? Ich verstehe nicht warum, weil wir starten ja von der gleichen Höhe. Ach so, weil wir hier das halbe Ding drin haben, was wir jetzt hier nicht mehr haben. So, entweder müsste man jetzt doch nochmal hier so einen Balken zum Abschluss setzen. Aber das sieht irgendwie nach nichts Halben, nichts Ganzen aus, oder? Ich bin mir unsicher. Wir lassen es jetzt erstmal so. Und wenn, dann muss es später nochmal umgebaut werden. Aber dadurch haben wir jetzt hier natürlich überall so eine Lücken. Ich glaube, das haut nicht hin, weil wir das da haben. Wenn wir jetzt direkt mit so einer Innenecke hier mal anfangen würden... Die ist dann nicht mittig, ne? Das heißt, wir müssten das Ganze noch um eins verbreitern. Oder kriege ich die mittig gesetzt? Ich glaube nicht, ne? Na, komm schon, du schaffst es. Wenn wir jetzt hier eine Innenecke setzen und vielleicht auf der anderen Seite noch. So. Und dann... So. Ist wieder nicht mittig. Nee, ist Mist. Die müsste dann hier hin, damit es wieder mittig wird. Also müssen wir das Ganze einfach nochmal eins größer bauen. Und dann können wir ja hier am Ende trotzdem noch das Ding draufsetzen. Und es sieht immer noch schick aus. Ja, wir machen das so. Okay, Fehler verstanden. Dann lasst uns das nochmal einreißen. Ja, das ganze Dach muss nochmal schnell weg. Tut mir leid, aber so ist es manchmal beim Bauen.
man es erst hinterher merkt. Natürlich könnte man alles mit sehr viel Planung und so weiter vorher schon perfektionieren. Machen wir jetzt hier das dran? Ja, wir machen jetzt hier das dran. So. Aber ich bin nicht so der Mensch, der gerne vorher 1 Million Stunden plant. Sondern man muss auch manchmal ein bisschen spontan sich was angucken. Wie, das hält jetzt nicht mehr? Ach komm. Das ist doch Verarsche. Jetzt auch nicht mehr? Da hält das gleich gar nicht mehr. Aber gut, da müssen wir gleich noch Dachbalken von drinnen ziehen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir es hier dann wieder machen. Hier muss ja eigentlich wieder so eine Innenecke ran. Ach, die Sonne. Nein. Prinzipiell so, ne? Nur hält das jetzt alles wieder nicht. Nee. Aber so funktioniert's doch. Und dann sieht das ein bisschen integrierter aus. Das gefällt mir doch ganz gut. Müssen wir mal schauen, dass wir uns hier mal eine Treppe hochbauen, dass wir hier reinkommen. Vielleicht reicht die schon? Ja. Ach Mist, wir kommen nicht rein. Der Balken muss weg. Der Balken muss weg. So. Dann brauchen wir hier nochmal Balken. Hier vorne dran? Bestimmt doof aus, oder? Lass mich mal gucken. Der Balken hier unten fehlt sowieso. Der hätte eigentlich da reingesollt. Dann können wir doch von dem ganz einfach hier so ein Teil ziehen. Nee, das guckt raus. Ein halbes Teil ziehen. Ich glaube, das guckt nicht raus. Dann müsste das doch etwas befestigter sein. Jo, dann passt es wieder. Und so. Sehr gut. Ist halt, jetzt müsste man eigentlich nochmal so eine Innenecke hier dran zimmern. Jetzt ist die Leiter im Weg. Rein theoretisch so. Jetzt liegt das natürlich wieder alles nicht auf dem Ding auf. Ach Gott, ihr macht mich wahnsinnig. Warum? Die Sache ist, jetzt haben wir das Dach halt auch genauso hoch wie das andere, ne? Eigentlich wollte ich es ja ein Stück nach unten versetzt haben. Na gut, das wird ja noch höher. Nee, haut hin, Entschuldigung. Das war jetzt doof von mir. So, dann bräuchten wir schon wieder so eine Ecke. Wir haben nicht mehr wirklich viel Holz. Naja, wir müssen halt mal ein bisschen rumprobieren, ne? Bleibt nicht aus. Ist halt nur die Frage, was wir dann hier mit der Lücke machen. Ob wir hier nochmal für schräg so einen Balken zwischensetzen. Oder davor setzen. Bleibt ja trotzdem so eine kleine Lücke. Müssen wir mal nachgucken. Wir müssten jetzt rein theoretisch noch eine Innenecke hier ranballern. Eher nicht so. Sondern eher so. Ah, jetzt hält die nicht mehr. Gibt's doch nicht. Das wird doch schon wieder hier Fusch vom Allerfeinsten. Ist das jetzt gerade? Irgendwie sieht's nicht gerade aus. Nee, es ist nicht gerade. Und der Hammer schon wieder kaputt. Ach Mist, ich dachte, ich mache hier mal schnell so ein ineinander führendes Dach. Und dann kommt hier schon wieder so ein Mist. Passt doch immer noch nicht. Warum passt denn das jetzt nicht? Ich verstehe es nicht. Hier vorne ist dieses Scheißteil. Da müsste es ran. So passt es nicht. Liegt das jetzt an dem Balken? Ich meine, es wird jetzt abbrechen. Ich weiß, ich will nur... Oh, jetzt bricht es direkt ab. Jetzt kann man nicht mal mehr gucken, ob es schön aussehen würde.
das ist ja auch wieder nicht gleich lang jetzt. Wieso ist denn das Ding jetzt höher als das? Das muss mir jetzt mal jemand erklären. Wir haben 1,2 und wir haben 1,2. Das habe ich doch hier richtig dran gesetzt. So. Ist jetzt gleich lang? Irgendwie wird das alles richtiger Fusch hier. Ärgert mich gerade ein bisschen. Dass es so kompliziert ist. Hätte ich da nicht gedacht. Will denn überhaupt noch irgendwas gerade hier ran? Achso, gut, ja, weil hier drüben ist das Ding noch nicht. Naja, ich weiß nicht so genau, ob ich mir das vielleicht doch nochmal in Ruhe anschaue, dass ich euch hier nicht hier folgenlang ärgere. Das möchte ich halt eigentlich auch ungern, aber irgendwie geht hier gerade gar nichts mehr auf. Und ich verstehe nicht, warum. Das Ding sitzt zum Beispiel zu tief, das darf gar nicht so tief. Jetzt sitzt einigermaßen gerade, aber das war ja eigentlich auch so eine Ecke. Die Ecke war's. Man kriegt das dann aber auch echt schwer dran. Überall muss man sich Leitern hinbauen, also es ist schon wirklich nicht ohne, was die ganze Bauerei angeht. Das jetzt hier ranbaue, nee, dann haut das ja wieder nicht hin. So sieht's eigentlich ganz gut aus. Aber trotzdem sind die jetzt länger als die hier drüben. Ich glaube, weil das da oben nicht richtig sitzt. Weil das anders sitzen würde, wenn wir da oben das Teil zuerst bauen. Wir gucken mal, ob wir hier hochkommen. Reiß das mal noch weg. Wir bauen jetzt nochmal schnell die Dinger hier ran. Bitte so, dass sie passen. Dann jetzt die Dinger ran. Das hält schon wieder nicht, ne? Müssen, glaube ich, hier nochmal so einen Stützbalken drunter packen. Da ist ein Stützbalken. Bitte brich nicht ab. So, jetzt ist es gleich lang. Okay, Fehler gefunden. Wir hatten da oben einfach mit der falschen Höhe angefangen, weil dieses Zwischenteil noch nicht drin war. Okay. Das heißt, jetzt haut's hin. Das Einzige, was noch nicht hinhaut, ist hier der Spaß. Aber da müssen wir dann mal schauen, dass wir die Lücke noch irgendwie gefüllt kriegen. Aber zumindest geht das Dach jetzt ineinander. Mal gucken, wie es dann mit dem restlichen Anschluss wird. Ich würde jetzt trotzdem erstmal anfangen, das obere Dach zu bauen. Erstmal sehen will, wie sich das dann dort richtig integriert. Jetzt haben wir uns natürlich direkt dafür entschieden, dass das Dach für so drauf geht. Eigentlich hatte ich es mir anders vorgestellt, weil es ja auch die lange Seite ist. Aber na gut, damit könnte ich noch leben, glaube ich. Jetzt würde ich nämlich ganz gern mal gucken, wie sieht das dann aus. Wir müssen ja hier prinzipiell weitermachen mit dem Dach. Soll das gerade sein? Ich glaube schon. Und zwar so. Das heißt, wir brauchen dann hier drüben wieder eine Innenecke. Klettern mal hier drauf. So, das heißt, wir brauchen hier wieder eine Innenecke 45 Grad. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Aber wie soll die dann damit harmonieren?
Oder wir machen hier gerade Wände wieder ran. Das fließt halt einfach dort rein. Fließt jetzt nicht perfekt ab, aber ich glaube, so wäre schon eher die Variante, wie es passt, ne? Eigentlich wäre es angebracht, wenn wir einmal hier sind, das noch zu machen, aber nein, wir lassen das jetzt. Und, na komm. Hier drüben noch, kriegen wir noch eine Reihe dran? Wir kriegen noch eine Reihe dran. Jetzt ist gerade. Und dann müssen wir Stützbalken bauen. Und jetzt brauchen wir Balken. Huch. Wo enden wir? Wir enden hier. Dort in das und hier in das. Sind die zu nah? Lieber eins weiter außen. Vielleicht lieber eins weiter außen, ne? Ungefähr so. Ich glaube, das gefällt mir besser. Und so, und dann könnten wir ja nochmal Schrägbalken machen. Na? Eventuell gleich so. Dass schon mal so gestützt wird. Selbst das ist ja schon mehr als kritisch. Wir müssen auf jeden Fall von unten noch Stützbalken machen. Das ganze Haus ist doch sehr, sehr instabil. Und gerade hier an hoher See kommt doch schnell mal ein Stürmlein auf. Wollen wir natürlich nicht, dass es uns das dann wegreißt. Naja, wir machen jetzt hier erstmal Schluss mit der Folge. Sehr weit vorangekommen sind wir nicht, aber man muss halt manchmal auch ein bisschen ausprobieren. Ich denke, ihr versteht das. Morgen 19 Uhr geht's dann weiter. Bis dahin, macht's gut.